Hey, ahoi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon World. Es stoppt leider gerade direkt ein wenig zu Beginn, das ist nicht schön, aber jetzt geht's ja schon wieder. So, wie ihr vielleicht hört, ich bin ein klein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr. Und immer daran denken, falls euch stört, it's not a bug, it's a feature. Genau, so ging die Weisheit. So, wir befinden uns im Szenario. Wir müssen ja ein paar bestimmte Ziele erfüllen. Den Parkwert von 75.000 haben wir erreicht. Der Holger Coaster sei Dank. Ja, ich weiß, meine Software muss aktualisiert werden. Ich werde es, glaube ich, nie los. So, für Silber müssen wir einen Monat 4.000 Parkeinnahmen schaffen. Wir haben gerade den 19. Juni. Mit ganz, ganz viel Glück könnten wir es schaffen. Tja. Ich kann es aber ehrlich gesagt noch nicht ganz abschätzen, ob wir das wirklich hinkriegen. Also Einnahmen haben wir zwar mehr, aber ich glaube, wir brauchen einen Gewinn von über 4.000, wenn ich das richtig sehe. Ich drehe mal ein klein bisschen zumindest an der Temposchraube. Und wir gucken mal, wie sich der Gewinn bis dahin entwickelt. Ich drehe einfach mal ein bisschen mehr auf. Und falls der Gewinn jetzt nichts wird, dann weiß ich, was ich tun werde für den nächsten Monat. Nein, das wird jetzt definitiv nichts. Sieht nicht so aus. Aber für den nächsten Monat habe ich schon eine Idee. Ich warte mal kurz. So, wir machen Pause. Oh, was? Ach, der Besucher wird beim Anstehen langweilig. Das ist doch nicht schön. Wo ist denn der Spinning Coaster Nummer 1? Bist du das? Hypercoaster? Wooden Coaster? Was dann wohl der Spinning Coaster ist? Ich habe da so eine Ahnung. Hier ist er! Warum hat er doch keine Werte? Was ist da los? Aber gut, wenn der langweilig wird, gut. Ja, die Idee und warum ich überhaupt Pause gemacht habe. Apropos Pause, da fällt mir ein, ich habe mal wieder vergessen, meine Stoppuhr zu starten. Gebt mir eine Sekunde bitte. Ich muss einfach irgendwie die Zeit im Blick halten, weil das verliert sich immer so schnell, gerade wenn man mit dem Spieltempo variiert. So, da wir hier das halbe Jahr rum haben, werde ich jetzt eine Litanei an Fressbuden bauen, in der Hoffnung, dass die meinen Gewinn ein bisschen zu steigern vermögen. Die Frage ist nur gerade, wohin? Ich würde sagen, da ich hinten ja sowieso doch relativ viel Platz habe, und ich versuchen will, hier hinten Leute hinzulocken, baue ich doch einfach mal hier die mächtige Litanei der Fressbuden. Moment, einrasten war diese Funktion. An der Stelle mal wieder, danke Holger. Was wäre ich ohne diese Funktion? Auf jeden Fall um einiges dümmer. So, zack, wir bauen eine Burgerbude. Wir bauen ein Sushi-Restaurant. Wir bauen eine Vitaminbar. Hollo Bollo darf natürlich nicht fehlen. Zack. Taco. Eieiei. Und die Zuckerwatte. Natürlich öffnen wir alles. Na, ich drehe mal die Ansicht ein bisschen, dass ich auch wirklich alle Läden erwische. Okay, ich soll von rechts nach links gehen. Sonst habe ich immer das Fenster im Weg. Und so geht das Ganze doch viel schneller. Dann würde ich sagen, hier hinten baue ich am besten noch ein bisschen hin. Sowas wie Toilette. Weil gerade Leute, die hier rauskommen, machen wir sie hier hin. Dürfen wahrscheinlich froh sein, wenn sie zeitnah eine Toilette finden. Ich brauche nochmal einen kleinen Animateurstand hier hinten hin. Weil ja scheinbar der Stand, der hier sich irgendwo versteckt, nicht reicht. Ach, immer diese Bäume. Oh, reicht das, wenn ich das hier hinbaue? Manchmal, na komm her. Die Laterne da weg. Ja, mit ganz viel. Nee, auch mit ganz viel nicht. Gut, schade, dann bauen wir es doch woanders hin. Die Frage ist nur wo. Mal kurz gucken. Ja, hier haben wir doch mal. Nein, keine Lücke. Okay, aber da steht ein Bäumchen im Weg. Das können wir ja durchaus entfernen. Komm, 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 komm. Ja, und da ist das Ding. Wir stellen direkt drei Animateure ein. So, und wir öffnen.
lass uns erstmal die Zeit wieder weiterlaufen. Ach, oh, ich bin so ein Idiot. Hier hinten ist direkt einer und ich sitze direkt einen daneben. Was ein Teil. Wir entfernen das Gebäude wieder. Zack. So, oh, der erste Besucher hat sich hier hinten verirrt. Nein, die geht gerade weg. Jungs, Mädels, ihr geht in die falsche Richtung. Tja, was will man da noch sagen? Ich würde sagen, wir sollten hier vielleicht noch die eine oder andere Attraktion hinbauen. Damit könnte ich bestimmt noch mehr Leute nach hier hinten locken. Und je mehr Leute hier hinten sind, desto mehr Leute sind insgesamt in meinem Park. Und das ist natürlich gut. Ich wage es noch zu bezweifeln, dass ich diese Mission schaffe. Nicht aus einem Anfall von Pessimismus, sondern einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich sehr lange an dem Holger Coaster gesessen habe. Was mich doch ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, als ich ursprünglich geplant hatte dafür. Ah, hier ist ein Berg. Ich meine nicht den aus Game of Thrones, sondern einfach einen ganz normalen Berg. Zack. Und zack. Und zack. So, den Wirbelsturm. Gucken wir mal, kriegen wir den hier hin? Jawollo. Können wir den auch einrasten lassen? Nein, leider nicht. So. Ich habe meine erste flache Familienattraktion gekauft. Wupp, wupp. Und alle so, yeah. Zack. Und wir haben hier eine Warteschlange. Zack. Sollte jetzt auch nicht zu lang sein. Um die Leute nicht zu trollen. So, was haben wir hier eigentlich für einen Preis? 10 Dollar und alle zahlen ihn. Wow. Die Gästezufriedenheit ist aber rapide gesunken. Das finde ich ja mal gar nicht gut. Warum denn? Der Wert steigt jedenfalls brutal. Erschöpft, Toilette, Toilette, Toilette. Das ist erstaunlich preiswert. Ja, dann freut euch doch. So, ich drehe mal ein bisschen an den Temposchrauber, um mal zu gucken, ob das alles in richtige Bahn läuft. Finanzen. Hm. 90.000 Parkwert habe ich schon erreicht. Jetzt müsste ich einen Monat schaffen mit den Parkeinnahmen. 6.000 Dollar übertrifft. Jetzt die Frage, was heißt das übertreffen? Heißt, ich muss hier wirklich einen Gewinn von 6.000 haben oder im Sinne von, ich muss nur Einnahmen von 6.000 haben? Aber da steht übertrifft, na ja. Auf jeden Fall, das Bronzeziel habe ich schon mal erreicht. Das finde ich gut. Mich würde es natürlich noch freuen, wenn ich die anderen Ziele auch noch erreichen würde. Leute, hier geht alle viel zu langsam. Aber wir wollen ja nicht, dass es ruckelt, deswegen drehen wir es erstmal wieder auf normales Tempo. So, wie kriege ich denn jetzt mehr Leute nach hier hinten? Hm. Sollte ich vielleicht eine Werbekampagne machen für den Holger Coaster? Wo war es denn? Darlehen und Marketing. So, Achterbahnkampagne. Machen wir mal eine dreimonatige Achterbahnkampagne, würde ich sagen, wa? Schwing! So. Aber ich denke mal, wir haben ja durchaus noch Potenzial, hier ein bisschen was aufzubauen. Dazu müssen wir aber, wie gesagt, erst noch ein paar Leute nach hinten geschliffen bekommen. Oh nein, ich habe den falschen Boden! Das fällt mir jetzt erst auf. Kinders, warum sagt mir das denn keiner? Moment, welcher war's? Wo ist denn dieses Muster? Da! Klassische. Ah. Kann ich eigentlich... Hm. Nee, so den Weg ändern kann ich nicht, oder? Zumindest wüsste ich jetzt gerade nicht, wie. Egal. Bauen wir Attraktionen! Oh, die Weltraumschlacht. Wie groß ist das denn? Ach, das ist ja... Platz ist in der kleinsten Hütte, sage ich da mal wieder. Warum kommt das direkt hier nebenan?
Diesmal auch das Weg. Genau. Der Gerät. Diesmal auch der Weg im richtigen Muster. Moment, was ist denn hier für eine Absperrung? Die sehe ich ja jetzt erst. Ich wundere mich, dass hier keine Gäste hinkommen und der Weg ist abgesperrt. Moment mal, das machen wir doch mal schön weg. Zack! Haben wir noch so ein Ding hier irgendwo rumstehen? Das würde gerade einiges erklären. Ja, hier hinten. Och, ey. Kein Wunder, dass keiner zum Holger Coaster durchkommt. Wenn der halbe Park gesperrt ist. Cool, wusste gar nicht, dass es geht. Aber an sich eine geile Sache. Falls man nochmal ein bisschen was ändern will oder so, das ist schon, ja, doch, kann was. So, hier, natürlich öffnen, nicht vergessen. Ganz wichtig. Was können wir noch bauen für Attraktionen? Haben wir noch ein bisschen Nervenkitzel? Haben wir so einen Dreher schon? Mal kurz gucken. Nö. Ich würde auch sagen, wir sollten hier noch mal ein bisschen planieren. Ah, und wieder einige Bäume, die im Weg stehen. Mann, 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 Mann. Zack, zack, zack. Irgendwie meine ich, habe ich so das Gefühl, das ruckelt ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Ich habe tatsächlich die Grafik mal minimal nach unten geschraubt. Weiß jetzt aber noch nicht so ganz, warum so viel ruckelt. Ich werde mal auf den Grund gehen bei Gelegenheit. Vorab schon mal dafür sorry. Ich glaube, ich muss mal irgendwie RAM-speichertechnisch oder so etwas an meinem Rechner tun. Weil so ist das ja, naja, nicht ganz so spaßig. Aber wie gesagt, ich guck mal, bis zur nächsten Folge werde ich mal ein bisschen an den Einstellungen feilen. Vielleicht ergibt sich das Problem dann ja von selber. Wäre natürlich schön. Versprechen kann ich es leider nicht. Würde ich zwar gerne, aber nicht, dass ich euch dann nachher hinters Licht führe. Da habe ich kein Interesse dran. So, und wir bauen natürlich noch den Ausgang. Die Leute müssen ja auch wieder zurückkommen. Warum willst du nicht funktionieren? Hä? Was ist denn? Steht hier direkt der Eingang im Weg oder was? Moment, ich muss hier nochmal kurz... Tatsache, jetzt geht's. Aber, hä, was ist das für eine Konstruktion? Jetzt kann ich hier keinen Eingang setzen. Was soll das denn? Moment. Ich verrücke nochmal die ganze Konstruktion ein bisschen. Vielleicht geht's ja jetzt besser. Ja, wunderschön. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. Und auf das Ding. Ha, jetzt kommen hier noch Leute zum Holger Coaster. Ja gut, wahrscheinlich wollen sie sowieso nur zu den Fressbuden, aber egal, wenn sie am Holger Coaster dafür vorbeigehen, hat das Ganze doch sein Ziel nicht verfehlt. Nee, erstmal soweit nichts zu verbessern. Das läuft mir allerdings tatsächlich ein klein wenig zu langsam. Wollen wir noch was Schickes hinbauen? Was haben wir denn noch so? Verrückter Drehwurm. Ja, vielleicht haben wir auch noch eine Kind. Na, aber hier ist ja nicht so viel. Da haben wir auch schon sehr viel von stehen. Ja, genau, die Weltraumschlacht haben... Nee, ach, ich glaube, die haben wir ja vorhin schon gebaut. Brauchen wir ja nicht zweimal. Dann nehmen wir doch diese Turnringe. Direkt in der Nähe der Fressbuden. Da können die Kinder dann wunderbar erst futtern wie bei Muttern. Und dann da reingehen und dann wieder futtern wie bei Muttern. Und wieder ist hier direkt der Anfang im Weg. Ich krieg die Krise. Was soll das denn immer? Vor allem, was soll das ruckeln? Das nervt mich noch viel mehr. Weil das ist ja jetzt doch ziemlich abartig am Ruckeln. Ich muss mal gucken, ob ich die Grafik einen schon nochmal irgendwie zurücksetze oder so. Weil so geht das ja mal gar nicht.
Hintergrundprogramme dürfte ich eigentlich nicht so viele aufhaben, also daran sollte es nicht liegen. Ja, ich weiß, im Sollte-Land, wo die Sollte-Kinder am Sollte-Fluss spielen und über den Sollte-Boulevard hüpfen. So, geht doch. Na, raus aus den Wegen. Und klick. So, ich habe auf jeden Fall schon sehr viele Leute im Park, das finde ich gut. Und die ersten Horden brechen hier hinein, das ist sehr schön. So, wo ist denn Banana Tycoon? Ja, wo ist er denn? Ist da Banana? Banana! Ist sogar nicht kaputt. Warum? Was erzählt er denn da? Warum lügen Sie? Dieser Lügner. Tschüss. Ah, hier stehen die letzten Leute an. So, was macht denn der Holger Coaster? Ja, die Leute hängen einfach an den Fressbuden fest. Warum? Hä? Das muss man mir jetzt mal. Also, die Finanzen möchte ich jetzt mal bitte sehen. Warum ich jetzt auf einmal 25.000 Miese gemacht habe durch die Achterbahn. Im Juli. Die Achterbahn habe ich wohlgemerkt schon seit Mai hier stehen. Warum wird das jetzt erst angerechnet? Ey, was ein Quatsch. Das, ja, muss ich leider auch mal wieder bemängeln. Finde ich ein bisschen Panne an der Stelle. Ja, die Besucher empfehlen meinen Park an ihre Freunde weiter. Das ist natürlich schön. Ach, wenn das nur im richtigen Leben so wäre. Dass man meinen YouTube-Channel weiterempfehlen würde. Vielleicht machen es ja einige. Wäre cool. Aber so viel zu dem Thema. Ich frage mich jetzt gerade nur echt, warum diese Finanzen erst so spät angesetzt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder einer dieser Bugs ist, die mich tierisch nerven. Also die dafür gesorgt haben, dass ich beim ersten Mal aufgehört habe, dieses Let's Play weiter zu verfolgen. Ich hoffe, es wird nicht wieder so ausarten. Und warum habe ich jetzt direkt wieder minus 10.000? Achso, okay, jetzt ist mir gerade eines klar geworden. Aktueller Monat ist gut. Ist immer ein bisschen relativ wie Juli. Hier wäre August. Wir befinden uns aber tatsächlich schon am 5. Oktober. Das heißt, das ist jetzt gar keine Live-Aufnahme meiner Finanzen, möchte ich mal so sagen. Das erklärt es natürlich ein wenig, finde ich aber irgendwie ein bisschen doof. Offen und ehrlich gesagt, weil ich möchte schon wissen, was jetzt Phase ist, nicht was vor 2 Monaten Phase war. Weil wenn ich Investitionen tätige, möchte ich sehen, wohin sie führen und nicht 2 Monate später, ja, hiermit bestätigen wir, dass sie diese Investition gemacht haben. Das, ihr Lieben, weiß ich doch selber. Wollen wir wieder was bauen? Habt ihr Bock? Ja, wobei, dann komme ich ja nie aus den roten Zahlen raus und die Einheit versagt Finanzen? Was? Was ist das für eine Nachricht? Die Einheit versagt Finanzen. Heißt wahrscheinlich, die Einheit versagt finanziell, aber was ist denn die Einheit? Ja, guck mal, ob ich hier irgendwas daran sehen kann. Vielleicht heißt es einfach nur, dass ich den letzten Monat sehr viel miese gemacht habe und so und ja. Gut, dass ich das doof finde, dass hier die Zahlen nach und nach verschwinden, habe ich ja, glaube ich, schon bei den ersten Videos erwähnt. Auch wenn es ein paar Tage her ist, aber ja, es ist echt ein bisschen suboptimal. Mann, ey, jetzt mache ich schon so viel. So, ich habe noch 3 Monate Zeit. Ah, cool, ich habe das Silberziel geschafft. Ich habe in einem Monat über 4.000 Parkeinnahmen erzielt. Cool, das heißt, das sind tatsächlich diese Einnahmen hier oben. 5.600. Ah, oh, Mist, beinahe hätte ich die 6.000 geschafft. Das heißt, ich hätte sogar das Goldziel erreicht. Vielleicht kriegen wir es ja noch in den nächsten Monaten hin. Auf jeden Fall, die Besucherzahlen sind noch weiter sehr positiv. Also die Entwicklung der Besucherzahlen ist sehr positiv. Das finde ich schon gut. Ach, nein, das wollte ich nicht. Boah, ich muss echt noch gucken, warum das so ruckelt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Weil, wie gesagt, ich habe die Grafik eigentlich so einen Tacken runtergeschraubt. Und ja, ich habe die Geschwindigkeit zwar hochgedreht, aber so derbe sollte es dann doch nicht ruckeln. So, jetzt läuft's.
flüssig. Naja, flüssig ist relativ. Also flüssiger auf jeden Fall, aber so flüssig immer noch nicht. Boah, ich weiß nicht, woran es liegt. Drehen wir mal an der Temposchraube. Die letzten zwei Monate noch rumkriegen. Will ich nochmal was investieren? Ah, ich weiß nicht, einerseits würde ich schon ganz gerne was investieren, um weitere neue Leute in meinen Park zu locken, aber andererseits, wenn ich jetzt was investiere, dann geht das, drückt das natürlich wieder auf... Naja, wohl, Moment. Die, es ist ja doch so, dass es die Einnahmen sind und nicht der Gewinn, den ich machen muss. Deswegen macht es vielleicht doch Sinn zu investieren. Und außerdem, ja, ich habe durch das Darlehen ja ohnehin genug Geld. Würde ich sagen, machen wir mal hier komplett Tabula Rasa in diesem Bereich. Oh, ich... Es ist immer so doof, wenn es so ruckelt, wie es jetzt gerade leider der Fall ist, obwohl ich das Tempo unten habe, wohlgemerkt. Dann dauert das immer so lange, bis man die Sachen angewählt hat. Ihr seht, ich gehe immer mit der Maus drüber und es braucht dann immer so ein halbes Sekündchen, bis man es angewählt hat und da kann man nicht vernünftig schnell arbeiten. Boah, ey, wie gesagt, ich muss echt mal checken, was da los ist. Ich weiß es gerade absolut nicht. Ob das mit dem letzten Patch irgendwie kam oder so, dass das jetzt auf einmal so extrem viele Ressourcen frisst. Weil, wie gesagt, ich habe die Grafik zumindest ein bisschen vom Detail nach unten gedreht. Das heißt, es müsste eigentlich schneller laufen als letztes Mal und nicht noch langsamer. Soweit zumindest meine Theorie, die ich so habe, nach meinem Grundverständnis. Aber egal, regen wir uns darüber nicht auf und machen stattdessen ein bisschen Schwerkraftspaß. Schwing! Und direkt noch ein Taifun. Nein, der passt nicht. Ah, doch, der passt aber, der ist ein bisschen zu ausladen. Nehmen wir den Orbitwirbel. Der ist kleiner, fein. So. Zack, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder ein Problem mit dem Weg. Ja, bis hierhin geht's, aber da ist wahrscheinlich die Kreuzung zu nah. Okay, gut, dann machen wir das so. Zack. Und zack. Wir haben zwei weitere Attraktionen, die wir unsere eigenen nennen. In der Hoffnung, dass ich damit noch mehr Leute anziehe. Ja, ein paar trauen sich tatsächlich in den Holger Coaster. Das finde ich gut. Ich sollte hier auch mal, glaube ich, ein paar Personalgebäude machen. Zumindest ein paar kleine. Die sollten natürlich auch im richtigen Winkel stehen, damit sie hier einrasten. Genau so. Ich finde es auch doof, dass man bei jedem neuen Gebäude immer einzeln drehen muss. Das wäre viel cooler, wenn man einmal ein Gebäude dreht und während man noch in der Kategorie ist, also in diesem Fall jetzt Personalgebäude, dass er dann den Winkel beibehält. Das wäre geil. Ist aber leider nicht so. Schade, schade. Rückt aus, liebe Putzkolonnen. Und auch ihr, liebe Spaßmacher und liebe Mechaniker, rückt aus. Schwing! Was haben wir, meine Finanzen? Ja, nicht so gut. Also könnte besser sein, sagen wir so. Ah, aber hier die Attraktionen, die werden langsam schon mal ein bisschen voller. Das finde ich wiederum sehr gut. Können wir noch was Schönes hier hinten bauen? Was ist denn mit Vertical Slide? Ding, ding. Dann drehen wir das Ganze mal ganz gemütlich. Um 180 Grad. Zack, somit hätten wir den Weg angeschlossen. Ich verzichte übrigens, ich denke mal, ich habe schon gemerkt, aber ich verzichte auf Dekorationen, weil das ja doch ein Level unter Zeitlimit ist. Und die Zeit und das Geld ist, denke ich mal, sinnvoller in andere Attraktionen investiert. Klar, ich könnte natürlich Pause machen, aber das würde für das Level doch ein bisschen ausarmen. Solche Schönheitsmaßnahmen würde ich mir eher für die Kampagne aufsparen. Da macht das Ganze ein bisschen Spaß, weil die Level ein bisschen länger gehen. Und man da auch ein bisschen länger was von hat, weil ich finde das ein bisschen mühselig, wenn man sagt, hey, ich mache jetzt hier, gebe mir stundenlang wirklich Mühe dafür, dass das Level dann in 10 Minuten vorbei ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen seht es mir nach, dass ich es hier ein klein bisschen schlichter mit der Deko halte. Wann habe ich eigentlich die Warteschlange geändert? Hm. Ich finde die irgendwie viel cooler, muss ich sagen. Aber gut.
So. Was macht denn der Holger Koster? Was denken die Leute denn? Ich habe keine Lust mehr auf Holger Koster, ich will aussteigen. Ja, versuch's mal bitte während der Fahrt. Kann mir jemand sagen, wo ich eine Holger Koster finde? Ich habe mich verlaufen. Und Holger Koster ist erstaunlich preiswert, das stimmt. Deswegen kaufen auch sie sich einen Holger Koster. Er hat nur über 20.000 gekostet. Ist erstaunlich preiswert. So, der letzte Monat ist angebrochen. Was sagen die Ziele? Ja, die 6.000 haben wir noch nicht geschafft, Schade. Ja, ich befürchte, die werden wir auch nicht schaffen im letzten Monat. Wir finden uns auf der Zielgeraden. Aber dafür haben wir was anderes geschafft. Wir haben 2.000 Besucher geknackt. Yay, yippie, ja! Und alle so, yeah! Ja, ich merke schon, ihr freut euch. Nein, aber ich denke mal, 2.000 Besucher, da ist schon ganz in Ordnung. Ich glaube, bisher hatte ich in diesem, bei diesem Spiel noch nicht so viele Besucher. Ich wüsste es zumindest nicht, wann ich so viele gehabt haben soll. Nun gut. Wie sind denn... Ja, hier kommen noch genug Leute rein, das finde ich auch gut. Alles soweit gut besucht, Wunderbärchen. Wollen wir den Holger Koster noch mal schnell anmalen, bevor die Zeit rum ist? Müssen wir doch wieder in den Baumodus rein? Ich befürchte fast, ne? Müssen wir denn dafür schließen? Ich befürchte fast, ne? Da machen wir es doch lieber beim nächsten Mal. Weil der Level ist fast um. Wir finden uns auf der Zielgeraden. Und mit ganz viel Glück schaffe ich vielleicht ja doch noch die 6.000 zu knacken. Die Einnahmen wachsen jedenfalls stetig. Finde ich natürlich sensationell gut. Wir haben den 13. Dezember, dann ist es nicht mehr lange hin. Keine 3 Wochen mehr, gerade mal 2,5. Nikolaus ist vorbei. Die Weihnachtsgeschenke werden eingekauft. Wir haben den 15. Es ist ein Samstag. Da wird in der Stadt die Hölle los sein. Und vor allem geht da nicht ins Zentrum Oberhausen. Nicht, dass ich was gegen den Laden habe, aber kurz vor Weihnachten an einem Wochenende. Es ist... Naja. Sagen wir so, ich glaube, da muss das Wort voll neu definiert werden. So, eine Woche bis Weihnachten noch. Wir blicken gebannt auf die Finanzen, wo sich leider gerade gar nichts tut. Mann, wächst, meine Finanzen wächst. Also meine Einnahmen. Die Finanzen selber, ja, muss nicht. Aber Hauptsache die Einnahmen wachsen. Das wäre natürlich gut. Haben sie scheinbar nicht so das größte Interesse dran. Gesamteinnahmen aktueller Monat 4.600. Ja gut, also das ist der Oktober. Ne? Wir sind ja immer einige Monate hinterher. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen werde. Tja, schade. Beinahe hätte es direkt auf Anhieb eine Goldmedaille gegeben, aber wir dafür haben wir Weihnachten. In dem Sinne, frohe Weihnachten euch allen. Hihihi. Ja, die 100.000 Parkwerte kann ich mir auch in die Haare schmieren, aber die brauche ich auch nicht für ein Ziel, deswegen nicht weiter schlimm. Ja, Leute, gefällt es euch noch? Oh, oh, noch 3 Tage bis Silvester. 2 Tage. Oh Gott, Silvester fällt auf den Montag. Na, das kann ja was geben. So, wir haben jeden Moment diesen Level geschafft. Ich habe leider nicht mehr die 6.000 geknackt. Schade drum. Aber gut. Und es ist weg. So, Silver Objectives complete. Sehr schön, wir haben das Ziel geschafft. Zumindest das silberne Ziel. Das goldene, wie gesagt, leider nicht. Dafür haben uns noch ein paar Einnahmen gefehlt. Aber das ist doch nicht weiter schlimm. Ich weiß noch nicht, ob ich beim nächsten Mal ein weiteres Szenario machen werde oder ob ich vielleicht mich doch nochmal an die Kampagne wage, weil irgendwie, da macht es ein bisschen mehr Spaß, weil man sich so komplett mit einem leeren Park befasst und dann den komplett neu aufzieht und dann das Ganze ein bisschen anders strukturieren kann. Die Sachen hier, die vorgegeben sind in den Szenarien, sind natürlich wunderschön, gar keine Frage. Die haben auch eine schöne Struktur. Aber ich bin ja jemand, der gerne den maximalen Platz ausnutzt. Deswegen, ich baue immer relativ dicht beieinander
Und ja, deswegen werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder die Kampagne starten. Jedenfalls bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Postet was in die Comments, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich gucke auf jeden Fall, dass das mit dem Ruckeln, weil mich das selber tierisch nervt, dass ich das von den Grafikeinstellungen her nochmal gedeichselt bekomme. Ich werde da noch ein paar Testläufe vorher machen. Und ja, wie gesagt, nochmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssikowski.